Fassungslosigkeit und große Trauer herrschen nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein. Vor allem an der Schule der beiden Opfer, 17 und 19 Jahre jung, versucht man, das Unfassbare zu verarbeiten. Von außen sieht man der Walter-Lehmkuhl-Schule in Neumünster den Schock nicht an. Hierauf gingen die beiden wahllosen Opfer, eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger. Vielen hier bekannt. Die Schulgemeinschaft ist fassungslos. Einige der Schüler hätten genau diesen Zug eigentlich nehmen wollen. Ja, ich wollte eigentlich in den Zug einsteigen, hab den aber noch verpasst. Wir fanden das auch echt hart eigentlich, dass wir so ein Glück hatten, aber halt zwei aus unserer Schule getroffen haben. Es ist schockierend, dass sowas halt passiert ist, vor allem so, die noch ein ganzes Leben vor sich haben. Generell, was in dieser Stadt teilweise passiert, heutzutage, es wird immer schlimmer, finde ich. Heute Morgen besucht der Bildungsministerin von Schleswig-Holstein. Sie spricht mit den Schülern, den Lehrern. Ich habe hier heute eine Schulgemeinschaft erlebt, die zusammensteht und die gemeinsam versucht, mit einem solchen unfassbaren Ereignis fertig zu werden. Wie aber wurde aus dem 33-jährigen Ibrahim A. eine tickende Zeitbombe? Der mutmaßliche Täter saß bis vergangene Woche in Hamburg wegen schwerer Körperverletzung im Knast psychiatrisch behandelt, stand seitdem auf der Straße. Laut seinem Anwalt sei er 2014 aus Gaza geflohen, weil seine Familie von der Terrororganisation Hamas drangsaliert worden sei. Bei uns beantragte der als staatenlos geltende Palästinenser Asyl, arbeitete zeitweise als Paketbote, fiel immer wieder durch Drogenkonsum und Gewaltverbrechen auf. Bereits 12 Mal soll der Mann strafrechtlich in Erscheinung getreten sein, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, sexueller Nötigung, Bedrohung und Ladendiebstahl. Politik und Behörden versprechen Aufklärung, wieso dieser augenscheinlich psychisch kranke Gewalttäter auf freiem Fuß war. Ich glaube, der Respekt vor den Opfern, der Respekt vor den Verletzten gebietet es auch, dass wir jetzt auch schnell aufklären, auch uns selbst überprüfen, hätte diese schlimme Tat verhindert werden können. 2 der 5 Verletzten schweben immer noch in Lebensgefahr. Sie liegen hier in Neumünster im Krankenhaus. 3 weitere wurden schwer verletzt. Da wollen wir auch drüber sprechen mit Alina Quasti, direkt vor Ort ist. Wir haben eben im Beitrag schon so ein bisschen gehört, wie man versucht, den Opfern zu helfen, vor allem denen, die im Krankenhaus sind. Insgesamt die Sorge natürlich gilt auch den Hinterbliebenen. Was wird getan? Ja, es sind Betreuer im Einsatz. Wir haben es eben in dem Beitrag gehört. Also es sind auch Betreuer an der betroffenen Schule, also die Schule, wo beide zur Schule gingen. Das 17-jährige Mädchen und der 19-jährige Junge. Und auch gestern gab es hier eine kleine Gedenkveranstaltung. Man sieht es etwas im Hintergrund bei mir. Also Blumen und Kerzen, die niedergelegt wurden. Und natürlich ist man auch bei den Familien der beiden jungen Opfer. Ich konnte eben mit den 2 Krankenhäusern sprechen, dort mit den Ärzten. Und habe nachgefragt, wie geht es den Verletzten. Es sind noch 2 Personen im Krankenhaus. Eine Person wird intensivmedizinisch behandelt. Eine andere Person, eine junge Frau. Der Zustand ist stabil, aber sie war schwer verletzt. Ich habe eben mit einem Angehörigen gesprochen, der mir auch von dem Moment erzählt hat, als man erfahren hat, dass, dass die eigene Familie betroffen ist. Also unglaublicher Schock darüber natürlich. Und man stellt sich eben die Frage, wie konnte das passieren? Das haben wir ja gestern auch von dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser gehört, die auch offen die Frage gestellt hat, wie kann das sein, dass die Behörden das erlaubt haben, dass der Mann auf freien Fuß gekommen ist. Das sind jetzt Fragen, da müssen die Behörden Rede und Antwort stehen. Das Ganze haben wir einmal in einem Beitrag zusammengefasst. Zu Schock und Schmerz kommt immer mehr Wut. Der Grund, das augenscheinliche Versagen der Behörden. Nicht nur an den Trauernden in Brokstedt nagt die Frage, hätte man den Tod der beiden Teenager verhindern können. Auch die Bundesinnenministerin wirkt ratlos. Wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war? Wie konnte das passieren? Und wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzuganstalt war. Der mutmaßliche Täter, ein staatenloser Palästinenser namens Ibrahim A., war der Polizei bestens bekannt und insgesamt 3-mal vorbestraft. Im Januar 2022 sticht er in Hamburg mit einem Messer einen Obdachlosen nieder, kommt in Untersuchungshaft in die JVA Billwerder.
Im August dann das Urteil, 1 Jahr und 1 Woche Knast. Ibrahim A. legt Berufung ein. Weil er seine Strafe in der U-Haft fast vollständig verbüßt hat, darf er das Gefängnis vergangene Woche verlassen, obwohl ihm das Amtsgericht Hamburg-St. Georg bescheinigt, mit einem Risiko von 50% wieder straffällig zu werden. Ein Psychiater sieht in dem 33-Jährigen vor dessen Entlassung keine Gefahr. 2014 war der mutmaßliche Täter aus dem Gazastreifen nach Deutschland gekommen, erhielt einen Schutzstatus. Den will ihm das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schon seit über 1 Jahr wegen seiner Vorstrafen aberkennen. Doch das Verfahren zieht sich hin, ist noch immer nicht abgeschlossen. Dass man den staatenlosen Ibrahim A. selbst im Falle einer Aberkennung tatsächlich hätte abschieben können, ist äußerst unwahrscheinlich. Wenn schon keine Abschiebung möglich ist, muss man entweder die Bedingungen für diese Abschiebungen ändern oder man muss dann natürlich klar darüber nachdenken, wie man hier zu Verurteilung und Bestrafung kommt. Viele offene Fragen bleiben. Mittlerweile sitzt Ibrahim A. wegen des Vorwurfs des zweifachen heimtückischen Mordes und des vierfachen versuchten Totschlags wieder in Untersuchungshaft. Also viele Fragen, die jetzt noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt ja auch weiter zu den Hintergründen von dem Zeugen hier in Brokstedt. Da herrscht einfach Trauer. Ich habe es eben schon gesagt, hinter mir Blumen, die immer wieder niedergelegt werden. Gestern war ja auch die Bundesinnenministerin hier zusammen mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident. Die waren hier direkt am Tatort, haben jeder eine weiße Rose niedergelegt. Einsatzkräfte säumten hier den Bahnsteig und Ersthelfer waren dabei, denen persönlich gedankt wurde, was ja auch ein herausragender Einsatz für die Menschen waren, die sofort vor Ort waren. Und was man auch immer wieder erwähnen sollte, ist die unglaubliche Zivilcourage, die hier vorgestern an den Tag gelegt wurde. Also Menschen, Fahrgäste, die mit Koffern nach dem Angreifer geworfen haben, den Angreifer überwältigen konnten, bis dieser abgeführt wurde. Jetzt ist der Angreifer ja in Untersuchungshaft in Itzehoe und die Ermittler sind jetzt weiter auf Spurensuche zu den Hintergründen der Tat. Alina, danke schön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.